Und jetzt kommt der Beweis. Manchmal kommt es eben doch auf die Länge an. Zumindest wenn es um Autos geht. Bei Staatsbesuchen zum Beispiel. Da fahren Präsidenten in den dicksten Limousinen vor. Und manchmal kommen die sogar bei uns hier aus NRW. In Minden, da sitzt eine Firma, die Autos für die wichtigsten und reichsten Menschen der Welt baut. Promis, Präsidenten, Geschäftsleute. Unser Reporter Daniel Peters nimmt uns jetzt mit auf eine richtige Luxusfahrt. So sehen Autos aus, nachdem sie in Minden in der Werkstatt waren. Aktuelles Beispiel, dieser Hammer mit extra großen Reifen. Alleine die kosten rund 30.000 Euro. Für seinen Kunden hat Paul Klassen das Auto auch von innen general überholt. Das Logo aus Swarovski-Steinen, die Gangschaltung in Form einer Handgranate. Und es geht noch ausgefallener. Wir haben schon einen Sprinter sowie einen Thron ausgebaut nach Ghana, wo die Kunde hatte auch solche Sachen, wo wir haben gesagt, das ist unmöglich. Aber das ist im Prinzip alles, was wir schon realisiert haben. Die Firma hat sich auf den Luxusausbau von Autos spezialisiert. Die werden verlängert, schusssicher gemacht und vor allem bequemer. Dieser Sprinter kostet eigentlich rund 50.000 Euro. Nach dem Umbau vervierfacht sich der Preis auf 200.000 Euro. Innen gibt es einen versenkbaren Fernseher, Schminkspiegel und Champagnergläser aus echtem Silber, nur für alle Fälle. Hier gibt es extra Haltung, also ich kann den während der Fahrt den hier beschäftigen. Es ist alles für zwei Personen gedacht. Noch eine Nummer größer, die Mercedes V-Klasse. Kosten nach dem Ausbau bis zu 500.000 Euro. Also im Prinzip Luxusjacht, das ist, was man nicht auf Meer sich kennt, aber für Straße braucht man genau das Gleiche. Zu den Kunden gehören zum Beispiel Staatsoberhäupter, etwa der Präsident von Kamerun, aber auch berühmte Musiker oder Sportler. Wer genau, das dürfen wir leider nicht verraten. Und die VIPs haben auch mal solche Spezialwünsche. Der Besitzer dieses Autos ist offenbar besonders stolz auf seinen Namen. Sein Wunsch war, das ganze Fahrzeug also in den V-Stil, weil er selber Vitale heißt und das war er in Gold wert. Und das haben wir natürlich versucht, in dem Fahrzeug alles einzubauen, in Spoiler, in Gestaltung. Wenn man das richtige Fahrzeug begutachtet, also da ist überall Buchstabe V. Das Auto ist ein Unikat, wie so einige aus der Werkstatt der Mindener. Angeblich konnten sie aber bislang jeden noch so verrückten Kundenwunsch erfüllen.